Ihr seht, Rita ist schon wieder mal kalt, obwohl es heute wirklich nicht kalt ist hier Ich oben. glaube, ich bin schon müde, deswegen gibt Ja. es auch Kaffee. Sie wollte gerade runtergehen, ein Mittagsschläfchen zu halten, aber ich habe gesagt, nein, meine Liebe, wir müssen ein super tolles und spannendes Video für unsere Zuschauer filmen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Kamera angemacht, damit Rita nicht mehr davonlaufen kann. Na super. Kaffeezeit, wir haben heute wieder die Tassen aus dem Legoland am Start und ganz so tragisch, Moment, kräftiger Schluck. Übrigens, eine lustige Story. Wir haben vor kurzem die Info erhalten, dass es Leute gibt, die Legoland-Tassen manchmal auch verschenken auf eBay Kleinanzeigen und die dann aber so drehen auf den Bildern, dass man nicht sieht, dass sie eigentlich einen Namen drauf haben. In dem Fall wurden Tassen mit Melanie drauf gekauft. Also Augen auf beim Tassenkauf. Eine schöne Anekdote, Rita. Ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass du mal deine Baukünste beim Theater vorzeigen kannst. Aber Rita hat gesagt, sie hat jetzt momentan keine Lust auf ein Video, vielleicht ein bisschen später. Sie isst auch tonnenweise Kuchen. Schau dich mal das an. Das ist gestern übrig geblieben von einer Familienfeier. Rita hat gesagt, sie nimmt sich gleich den ganzen Karton hier mit. Aber um was soll es heute gehen, liebe Freunde? Es wird momentan an allen Ecken und Enden in Wild City gebaut und wir müssen jede Menge Teile nachbestellen. Zum Teil sind die auch schon nachbestellt. Übrigens sehr sexy heute, Rita, eingewickelt in einer Decke, damit ihr nicht kalt wird. Lilo und Stitch. Aber ich würde sagen, halt mal du die Kamera schnell, denn ich muss den Zuschauern was zeigen. Wir wurden immer wieder mal gefragt in Bezug auf unser Teilesortiment. Nicht das, wo Rita gerade davor steht, sondern das andere bei der Tür, weil die Leute sich interessieren und den Wunsch erfüllen wir natürlich gerne und zeigen heute mal her, was da los ist. Rita hat gesagt, sie interessiert das Video nicht, aber hallo Freunde, nochmal von mir. Es geht Ich um diese baue Kisten lieber, als hier. dass ich hier irgendwelche Teile herzeige. Ich muss meinen Kaffee mitnehmen. Red schon mal. Also kurze Geschichte. Wir haben ja mehrere große Konvolute gekauft. Die Steineanzahl explodierte ja hier in Wild City über die Zeit. Und irgendwann haben wir mal ein Konvolut gekauft, wo die ganzen Steine in Kisten sortiert waren, und zwar nach Farbe. Da haben wir versucht, damit zu bauen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe damals befunden, ich habe mir damals auch ein paar ganz schlaue YouTuber, so wie wir es jetzt sind, angeschaut und habe mir gedacht, was ist das beste System, um Steine zu sortieren? Natürlich nach Steineart. Und dahingehend und kurz darauf später habe ich mir diese Werkzeugkisten gekauft hier. Die Marke ist Seifert, glaube ich. Die gibt es eh überall bei Bauhaus, bei Obi und so weiter und habe dann hier die Steine einsortiert. Das sind jetzt größtenteils auch Steine, die wir gar nicht mal jeden Tag brauchen, aber die trotzdem essentiell für den Bau einer Lego-Anlage sind. Ich zeige euch mal, wie wir das hier sortiert haben. Die sind also thematisch und jetzt nicht in der Farbe sortiert. Und falls ihr jetzt sagt, das passt für euch nicht, das ist keine ordentliche Art, Steine zu sortieren, das kann es ja leicht sein, ist es für uns auch nicht. Wir haben festgestellt, es gibt die perfekte Steineart. Sortierung nicht. Wir haben es jetzt einfach mal so und für uns funktioniert das. Wir finden die Teile und das ist in Ja, Ordnung. Wir ich haben glaube, wenn man ein Riesenlager hätte, dann könnte man das schon auch anders sortieren, aber gut. ganz richtig, ja, Ja, natürlich. und unendlich viel Zeit. Ja, das noch viel mehr. Ich zeige euch einfach mal, was wir hier so haben Ja. und ihr sagt dann, ob euch das so gefällt oder nicht. Wir haben hier kleinere Platten in allen möglichen Farben, also ungefähr bis 6 oder 8er Breite und darunter haben wir dann größere Platten. So sind die ungefähr sortiert. Wenn man ein paar Platten braucht, dann bringt es hier eine, die nicht von Lego ist drin, warum auch immer. Ganz oben, hier seht ihr es. Ich lasse die jetzt Das mal habe ich drin. jetzt nicht gesehen, Ganz aber egal. gut. Ja, ist sogar vielleicht besser. Bei den Platten haben wir Aber ich normalerweise weiß nur schon, Originale. Vielleicht war die mal weil irgendwo dabei. ich habe letztens mir das gedacht, wir haben ja die ersten Konvolute, das waren ja unendlich viele Steine und es sind ja immer in Ja. den Konvoluten noch andere Steine drin. Bestimmt von Konvoluten, Und ja. mir ist das früher, da war ich ja nicht so in dem Topic drinnen, als wir dieses Konvolut gekauft haben. Und da habe ich das oft nicht so schnell gecheckt, ob Ja. das jetzt im Lego ist oder nicht. Aber egal. Bei dieser Platte wird es Mittlerweile nicht so schlimm sein, denke ich. merkt man schon oft auch an den Farben. Richtig. So, jetzt fängt für viele von euch wahrscheinlich das Chaos an. Für uns ist das pure Sortierkunst und wir wissen genau, wo welcher Stein ist. Wir haben in diesem einen Konvolut, das war auch ein.
das war das eines der ersten Videos bei unserem Kanal, dieses 450 Euro 46 Kilo Konvolut, das ist das hier. Da bin ich vor der Kamera gestanden, Rita musste dann weg, weil sie arbeiten ging und ich habe dann noch die letzten Sachen hergezeigt. Das ist das Konvolut oder das, was jetzt noch davon übrig ist. Da waren wahnsinnig viele so alte Raumschiffe und Autos und Boote drin, deswegen haben wir hier alle diese Steine hineingegeben, die für, ich glaube bei Bricklink sind die unter Vehicle drinnen und dann noch so diverse so drehbare Scheiben und so weiter. Was wichtiger ist, ist natürlich darunter, hier sind unsere Einmal-Plates. Das ist einer meiner Lieblingsteile übrigens. Wir brauchen es zwar nicht, kein Mensch braucht das, glaube ich, aber ich finde es so cool. Das werden wir mal wo einbauen, wenn wir ein Ritter-Layout machen, glaube ich. Und hier sind noch jede Menge Steine, wo wir nicht gewusst haben, wo wir die hingeben sollen. Zum Beispiel auch hier dieses Unterwasser-Seemonster. Aber hauptsächlich verwenden wir diese Box hier, weil wir die 1x1er-Plates hier drinnen haben. Die waren alle mal, so wie das hier, farblich sortiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Übrigens, Schande, dass das noch immer nicht in der U-Bahn eingebaut ist. Ja, das kommt auch nicht in die U-Bahn. Die Steine schmeiße ich dann, die verstecke ich dann. Warum die jetzt so sortiert sind, keine Ahnung. Die waren früher 4x4, 1x6, 1x8, 1x10 und so weiter. Und ich glaube, hier waren 1x12 bis 1x16 und die waren farblich sortiert. Und jetzt 3 Jahre später sieht das so aus. Das war dann wohl ich. Ist natürlich, weil gebaut wird, weil abgebaut wird und so weiter und so fort. Also das sind unsere Einmalsteine. Die kennen wir übrigens, weil hier die einmal und rechts unten gehen sind. Dann die Boxen nicht mehr zu und dann muss man das irgendwie anders. Leider. Und es wird auch immer wieder abgebaut und zerlegt und so weiter. Hier dasselbe mit 2x Plates, auch farblich irgendwann mal sortiert gewesen. Wenn man da runtergräbt, sieht man das vielleicht noch. Also ein paar sind noch so. Die restlichen sind dann von der Farbe eher schon ein bisschen durchmischt. Aber das sind einfach Steine, die man schnell mal braucht. Und das ist wichtig, dass man hier dann gut zugreifen kann. Dann geht es weiter mit einer Box, die viele Veränderungen gesehen hat. Und zwar sind das 1x Bricks. Ja, da waren, wenn ihr schaut, sind da ganz alte Steine, teilweise, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr finden würde. Ich trinke noch ein bisschen. Also das ist dein Kaffee. Mein Kaffee, gib mir meinen Kaffee. Ja. Rita trinkt schon aus meinem Kaffee, Christoph, das geht gar nicht. Christoph schaut mich so an. Ich habe gedacht, was ist jetzt? Ich hätte mir fast seinen Kaffee geschnappt. Ich lasse das jetzt unkommentiert. Ihr interessiert euch für die Steine und nicht für unsere Streitereien beim Kaffee trinken. Also hier einmal, hier habe ich irgendwann mal bei einer Bestellung relativ viele Sandgreen-Steine bestellt. Und drunter, also das sind die kleineren und drunter sind dann die größeren gewesen. Wobei hier ja auch schon, weil wir diverse Male bei Lego oder anderen Bricklink-Händlern bestellt haben, sind hier halt auch andere Steine schon drinnen in anderen Farben. Aber es sind großteils 1x Bricks und das ist auch schön, wenn man die beieinander... Oh, jetzt geht das nicht mehr zu. So sieht das manchmal dann aus, wenn Rita ihren Bauplatz verlässt. Dann kann ich mich wieder drum kümmern. Ihr kennt es. Hier haben wir jetzt, das ist übrigens eine große, schwere Box, sagen, da ist sehr viel drin. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ich sage euch, mit dieser Frau kann man wirklich kein Lego bauen. Das sind Steine, die jetzt auch Bricks sind, aber irgendwelche speziellen. Also wir haben hier diese Brackets, die, ich weiß nicht, wo du hinfilmst. Die hätte ich gebraucht für meine Rentiere als Stroh. Ja, die haben wir, jede Menge sogar. Hier sind noch, gedacht, die haben wir gar nicht. Noch welche. Natürlich, ja, natürlich, wir haben so gut wie jeden Stein, den man... Seht ihr, so geht es mir, jetzt haben wir keine mehr. Also das sind im Großen und Ganzen einmal zwei Steine, die irgendwelche Snot-Techniken haben oder auch die Pin-Aufnahmen oder Löcher für Technikachsen, auch doppelte. Also alles, was da so reinpasst. Und dann sehr viele dieser Wedge-Bricks. Einmal drei, einmal vier. Da hat es damals ja noch gar nicht viel gegeben. Jetzt sind das natürlich viele, viele mehr. Und hier haben wir unsere Technikteile. Einmal zwei, einmal vier, einmal sechs, einmal auch sechs, einmal acht, einmal zehn, einmal zwölf und die ganz großen. So hat das übrigens überall mal ausgesehen, dass das so schön sortiert war. Das heißt, wenn man einen einmal vier Technik-Brick gebraucht hat, hat man nur hier reinschauen müssen und dann waren alle zusammen. Aber natürlich, das ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Technik haben wir ja sehr wenig gebaut in den letzten Jahren, deswegen ist dieser Kasten hier noch so ordentlich. Ihr seht, Rita hat noch nicht mal rausgefunden, dass hier die Steine drin waren, die sie eigentlich gebraucht hat. Ja. Willst du was sagen, weil du dein Mikrofon zurechtgerückt hast? Nein. Ich habe nur bemerkt, dass es sich verschüssen möchte. Gut, wir machen einfach weiter im Programm. Oh, jetzt. So. Was passiert?
passiert jetzt. Das ist eine Kiste, die ich mir dann später nochmal gekauft habe. Nicht unbedingt die beste Qualität, die sind von Action Markt. Und hier habe ich alle Steine reingetan, von denen wir dann bei diesen kleinen Lädchen irgendwann mal zu viel hatten. Das heißt, diese alten Lehnen für Autositze, habe ich immer dazu gesagt. Dann haben wir hier so, ich weiß nicht, wie die heißen, wo man so asymmetrisch bauen kann. Mhm. Winkel, genau, dann hier alle möglichen so invertierten Fliesen, dann solche, die wurden früher viel öfter verwendet, jetzt eigentlich gar nicht mehr, Brackets jede Menge. Und was wir hier herinnen haben, und das ist eigentlich der größte Anteil, sind irgendwelche gecurvten Slopes in allen Größen, in allen möglichen Farben. Die haben wir wirklich jede Menge über die Zeit jetzt angesammelt, dann auch diese kleinen, ich nenne sie Waschbecken, keine Ahnung, wie das Teil wirklich heißt. Auch in verschiedenen Farben und verschiedenen Formen. Und das wurde früher auch viel mehr verwendet bei diesen Racing-Autos, bei diesen kleinen Mini-Champions und wie die geheißen haben, gab es jede Menge solche Curved Slopes. Die sind ganz billig auf Bricklink, wenn ihr die braucht. Die kosten gar nichts. Aber die haben wir hier halt einfach zusammengetan, weil wir sonst nicht wissen, wohin damit. Weiter geht's, meine Lieben. Wir gehen fast immer weiter zurück in die Geschichte der Firma Lego. In diesem Konvolut waren auch jede Menge alte Steine drinnen. So haben wir hier alte Fenster, alte Türen. Und da sind wirklich, also wenn ihr euch erinnern könnt, die sind Ende der 80er, 90er Jahre sowas rausgekommen. So schräge Fenster, leider ohne Glas. Die sind noch älter, die haben wir auch in Wild City so gut wie gar nicht verbaut, weil die irgendwie so schlecht halten, weil da unten nur so eine halbe Reihe drauf ist. Also die haben wir aber eigentlich noch gar nicht verbaut und dann sind hier noch jede Menge Türen und so Zeug. Sogar eine neue Türe mit neuem Fenster. Aha. Ich frage mich, wo die her ist. Keine. Die hat irgendjemand mal hier reingetan. Und darunter haben wir hier noch die ganz großen Technik. Vielleicht von der Schule, die ich zerlegt habe. Das könnte sein, ja. Ganz große Technik-Bricks und dann hier Arches. Mhm. Die werden ja auch immer mehr, brauchen wir natürlich. Oh, hier, den kann ich gleich rausgeben, den brauche ich nämlich für ein neues geheimes Projekt. Was wir heute alles finden. Also ich finde heute selbst viele Steine und auch Autotüren, wenn ihr euch erinnern könnt, 90er Jahre und so weiter, da gab es von denen hier ja sehr, sehr viele. Da haben wir auch jede Menge. Die haben wir halt so sortiert, wie damals dieses Konvolut war. Und das passt natürlich jetzt überhaupt nicht mehr zu unserem Steinebestand. Aber wir können jetzt das nicht alles jedes Mal umräumen, weil ich kann euch garantieren, wenn wir wieder mal ein neues Konvolut oder neue Bestellungen bei Bricklink kaufen, dann passt das wieder nicht rein und dann gibt es wieder andere Steine. Also dann bringt Lego in letzter Zeit so viele neue Steine raus. Hier waren mal zweimal Bricks drinnen, da haben wir fast gar keine mehr, weil wir die für die Berge und so weiter fast alle verwendet haben. Das sind noch die Überbleibsel. Und hier, ich habe mal irgendwo bei... Haben wir die geschenkt bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo haben wir mal extrem viele Tan-Bricks bestellt oder bekommen. Die habe ich hier reingegeben und das sind auch noch zweimal Bricks. Ein Schatten ihrer selbst eigentlich, weil es nur mehr so wenige sind. Was haben wir dann noch? Hier ein Kistchen mit, auch sehr beliebt, einmal zweier Bricks und hier auch noch einmal zweier Bricks, warum auch immer, in diesem Säckchen und einmal drei. Ja, weil sie getrennt sind von den einmal dreier. Ja. Das könnte man ein bisschen schöner lösen, aber auch egal. Und was wir hier auch noch drinnen haben, sind Macaroni-Pieces, meine sehr verehrten Damen und Herren. Macaroni-Pieces in allen Größen und erdenklichen Farben. Und dann auch noch so hohe Slopes, zweimal und einmal sogar getrennt sortiert. Ja. Sind auch immer sehr beliebt und kann man immer ein. Rita sieht jetzt gerade unseren Steinefundus zum ersten Mal, kommt mir vor, ihr müsst jetzt sie sehen. Das ist ziemlich ein Durcheinander, da sind Teile drin, die, wo ich nicht wusste, wohin damit. Also teilweise neue Steine, die hier zum Beispiel, keine Ahnung, wo die her sind. Und alles Mögliche eigentlich. Hier diese Steine vom ersten Bricklink Designer Programm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, 60 Jahre Lego Stein. Oh ja. Ja. Keine Ahnung, ob die waren bei den Sets dabei. Ob die besonders sind oder nicht. Die schlafen. Rita hat schon mit Ach und Weh filmt sie hier, aber mit vollem ihr seid es uns natürlich wert. Dann haben wir hier noch alles Mögliche, was Fahrzeuge anbelangt, also Dächer. Ja. Wir haben hier diese Mudguards, also die Kotflügel. Dann haben wir hier für ein Schiff sogar so ein Gewicht, dass es nicht seitlich kippt, total cool. Dann auch teilweise diese Rock Raiders, sehr seltene Teile, das ist eher 90er-mäßig. Auch das hier, wenn ihr euch erinnern könnt, Ende 90er, Anfang 2000er, wo sie dann immer einfachere und größere Teile rausgebracht haben. Auch
hier, wo man dann nur mehr die Reifen draufstecken muss und man hat ein fahrbereites Auto. Das war dann eher nicht so die schöne Zeit bei Lego, aber gehört natürlich auch dazu. Dann ein paar Kisten haben wir noch. Geht es weiter mit auch einer Kiste, wo sehr viele Teile drin sind, die sonst überhaupt nichts hinpassen. Wir haben hier Fässer, wir haben hier die Oberteile zu diversen U-Booten und Raumschiffen. Wir haben hier jede Menge dieser Wagenräder. Wir haben hier diese Mauersteine, diese abgewinkelten, ich weiß nicht, wie die heißen, Wedge Bricks, glaube ich, und alles Mögliche, was man sonst halt nur in geringen Mengen hat, die passen ganz gut hier rein. Und drunter haben wir auch größere Teile, die oben nirgends reinpassen. Diese Kiste hat nämlich keine Unterteilungen. Da haben wir also alles reingetan, was man so findet in einem Lego-Konvolut, was jetzt nirgendwo anders dazu passt. Das sind teilweise wirklich Unikate, also da haben wir teilweise nur einmal dieses Teil und wissen nicht, wohin damit, und deswegen auch Hidden Side zum Beispiel. Teilweise sind auch Teile drin, wo ich mir denke, warum sind die da drin, die passen ja da gar nicht rein, aber das ist halt alles ein Sammelsurium. Und oft auch fast fertig gebaute Förderband hier. Fast manchmal findet man hier auch Teile, wo ich mir gedacht habe, wow, geil, wusste gar nicht, dass wir das haben. Das ist dann auch für mich oft dann noch ein kleines Überraschungsmoment. Aber das ist ja auch schön so. Und ich finde das langweilig, wenn man weiß, wo alle Teile sind, und dann findet man sie sofort und weiß gar nicht, wo, was man alles hat, und schaut gar nicht rein. Dann haben wir noch später drei dieser Kisten gekauft. Ich weiß nicht, wo die her sind. Die sind auch sehr praktisch. Und das war die Zeit, da haben wir sehr viele, wenn ihr reinschaut, kennt ihr es vielleicht, Hidden Side Sets gekauft und auch dann ausgepartet. Das heißt, das ist, glaube ich, zwei- oder dreimal die Hidden Side Schule gewesen, die Newbury School. Sehr viele Teile in Tan, in Dunkelrot. Das war die Hidden Side Zeit. Da haben wir auch Arches und so weiter, alles Mögliche. Und dann lauter Sachen, wo wir nicht wussten, wohin damit. Also zum Beispiel er hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Superhero Hulk vielleicht oder Gladiatoren-Hulk. Auch diese Pflanze, die wollte ich fast wegschmeißen, weil ich geglaubt habe, dass das kein echtes Lego-Teil ist. Finde. Ist es aber. Und dann haben wir hier alle möglichen Waffen, die wir ja in Wild City sehr wenig verbrauchen. Dann so kleine Werkzeuge und diverses Utensilienzeugs für Figuren. Dann haben wir hier, und das finde ich total cool, aus den Nexonites-Sets diese Schilder. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gefallen mir wahnsinnig gut. Die kann man auch tauschen, da gibt es sie in viele verschiedenen Farben. Total cool. Ein paar alte Figuren, wo es noch keine Hände oder Arme gegeben hat, auch keine Beine. Wartet mal. Also so plus ein Kopf, wo kein Gesicht drauf war, haben in den 70er Jahren die Figuren ausgesehen. Das war ein Traum. dann diverse so Umhänge und von allen möglichen. In diesen Konvoluten sind ja auch immer sehr viele so figurenlastiges Equipment-Zeugs dabei. Also alles Mögliche, was man so den Figuren umhängen kann. Ich glaube, die sind auch aus Nexonites. Das war dann auch die Zeit, wo Nexonites aufgelassen wurde. Wir haben dann ein paar kleine Konvolute gekauft und da waren die drinnen. Dann haben wir hier Brackets, die wir auch sehr gerne verwenden. Rita sagt immer zum Bilder aufhängen. Ja. Man kann natürlich auch andere Sachen damit machen. Und dann auch noch Paneele. Die passen jetzt irgendwie nicht besonders gut hier rein, aber sei es drum. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Kiste, die mir immer wieder Freude bereitet, wenn ich reinschaue. Zwei haben wir noch, liebe Freunde, bevor Rita ihren Abschlusskommentar zu diesem Video sagen darf. Hier geht es dann weiter auch mit sehr speziellen Teilen. Oh, hier seht ihr schon, diese Teile haben wir heute schon mal gesehen. Die sind hier nochmal, warum auch immer. Dann haben wir hier diese ganzen Cones und Zylinderteile in allen möglichen Farben. Steine, also Rocks. Und teilweise gibt es die natürlich doppelt und dreifach bei uns auch woanders in den Kisten. Dann Schränke kann man immer brauchen und diverse so abgeschrägte Slopes, weiß ich nicht, wie die heißen, wo nur ein Drittel erhöht ist oder ein Viertel, Entschuldigung, oder auch invertiert. Und diverses noch Fahrzeug klumpert, wo wir nicht wussten, wohin damit.
Genau, Propeller, Segel, Turbinen. Dacheckteil. Ein Dacheckteil, das ist ein ganz gutes Wort dafür. Mhm. Eine Kiste haben wir noch und die sehe ich jetzt selbst zum ersten Mal seit langer Zeit, weil wir da schon lange nicht mehr reingeschaut haben. Da haben wir als absolutes Highlight, die könnten wir Tim eigentlich mal geben, da haben wir noch ein paar Fabuland-Figuren, die auch bei alten Konvoluten dabei waren. Es war so eine Mischung aus Lego und Duplo, damals in den 80er Jahren, glaube ich. Da haben wir jede Menge Figuren davon. Und hier ist auch noch alles Mögliche, was man so brauchen kann. Türen, Fenster, hier nochmal ein bisschen was an Arches. Dann hier so doppelte Plates mit Clip drauf, für Straßenlaternen, für alles Mögliche, was man irgendwo mal anhängen oder befestigen muss. Und dann haben wir hier auch, das sind Steine, die ich ganz gerne habe, diese Bricks mit dieser Schiene obendrauf. Die ist sehr, sehr cooles Teil. Und halt sonst noch ein bisschen ein Tohuwabohu und Wirrwarr an verschiedenem Zeugs. Ein Traum. Das ist mal unser Steinesortiment hier neben der Tür, weil schon mehrere gefragt haben, was denn in diesen Kisten drinnen ist. Schreibt uns gerne eure Vorschläge, wie man das verändern oder verbessern kann. Ich kann euch nur sagen, es ist jede Menge Arbeit, ihr wisst das wahrscheinlich auch selbst. Und jedes Mal, wenn wir Teile bestellen oder Teile kaufen, wird das Chaos noch ein bisschen größer. Das sind allerdings auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange ist das Video schon, kann ich noch einen kleinen Kommentar sagen? Ausnahmsweise. Ja, danke. Sendezeit wurde verlängert von unserer Präsidentin hinter der Kamera, die Regie führt. Wir haben natürlich hier... Weil ich und noch das, Kaffee habe, deswegen. Gott sei Dank, du hast noch nicht mal den Kuchen gegessen. Also wir haben hier natürlich auch die Steine drin, die wir nicht besonders oft für die Stadt brauchen. Den Hauptteil der Steine, und das habt ihr vielleicht in einem anderen Video schon gesehen, ist auf der anderen Seite hinter Rita. Dort haben wir jetzt schön säuberlich immer nur eine Teileart pro Lade eingeräumt, hauptsächlich in den Farben Grün, die Grautöne, Brauntöne, Tan, Dark Tan. Das sind die Steine, bei denen wir meistens Bedarf haben. Und diese Kisten, diese Sortiercontainer, die ich euch jetzt gezeigt habe, die sind meistens nur für irgendeine Unterkonstruktion oder wenn man halt Plates oder Bricks braucht. Aber die sind nicht in den Farben, die wir für die Stadt hauptsächlich brauchen. Und ja, da schauen wir nächstes Mal rein, Rita. Das filmst du noch nicht. Das sind die Crème de la Crème 9-Volt-Steine und so weiter. Die waren übrigens auch bei einem Konvolut dabei, aber bei einem anderen. Also hier greifen wir nur zu, wenn wir wirklich dediziert irgendwelche Steine brauchen, die man jetzt... keine Ahnung, für was benötigt, aber die Hauptsteine, die wir verwenden, Pflanzenteile, braune Teile für Bäume und so weiter, die sind alle dort hinten drinnen und das ist eben der Ersatzteil-Fundus, sagen wir so. Genau. Ja. Das war's von mir, liebe Rita. Wenn du noch einen Kommentar hast, dann darfst du gerne noch das Wort ergreifen. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall von meiner Seite. Vielen Dank fürs Dabeisein, dass ihr euch für solche Sachen interessiert, denn ihr seht, meine Interesse hält sich in Grenzen. Aber natürlich, man braucht es, aber ich baue halt einfach lieber, als dass ich sortiere. Aber gut. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ich gönne mir jetzt ein Stück Kuchen. Das muntert mich auch wieder auf. Und ja, dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder beim Bauen und nicht beim Sortieren. Ja. Wir schauen mal, vielleicht bekomme ich Rita noch dazu, dass wir die nächsten Tage noch ein kleines Video von ihrem Muppets-Theater bekommen. Das sieht nämlich total cool aus. Schönes Set mit super Figuren. Also schaltet gern wieder ein und danke für euer Interesse an unseren Teilen. Macht's es gut und bis bald. Mal schauen, was dann kommt. Tschüss.